unter euch haben. Oder generell Leute, die das irgendwie mögen oder keine Ahnung. Da denke ich mir dann auch so, ja, dann wart lieber mit dem Let's Play noch ein bisschen, bis es mehr Leute zu schauen. Weil ich, ja, stecke halt ein bisschen schon hammer viel Arbeit rein eigentlich. So als mehr als jetzt gerade bei Minecraft eigentlich, weil ich hier ja eigentlich nur auf die Fraps-Taste drücken muss und im Hintergrund noch Musik laufen habe. Nee, bei Risen, da wird mit Outer City aufgenommen, da wird bessere Qualität und so weiter. Also das, da versucht man halt schon auch ein bisschen was, ja, noch professioneller zu werden, einfach noch mehr Zuschauer zu erreichen, um einfach noch mehr Leute zu unterhalten und so weiter, ne? Und einfach nochmal kurz, um da zurückzukommen, warum man denn einen Zuschauer will, ich meine, es ist einfach, guck mal, ihr macht irgendeine Sportart, okay? Da wollt ihr auch was erreichen und ihr wollt ja zum Beispiel, wenn ihr, angenommen, ihr macht, keine Ahnung, Fußball oder sowas, dann wollt ihr auch, na gut, Tore schießen nicht, das ist ein dummes Beispiel, aber dann wollt ihr auch irgendwie mal in irgendeinem Spiel gewinnen oder so, ne? Wollt ihr auch in irgendeinem Spiel mal eine Medaille irgendwie gewinnen oder whatever. Und so ist es halt irgendwie mit YouTube, weißt du? Jede Medaille ist für uns jedes 100 oder jedes 1000 Abonnenten knacken oder so, weißt du? Das ist einfach so, eine, so was Kleines, was man irgendwie erreichen möchte, weil man einfach dann, man trainiert hart, ne? Also im Endeffekt macht man viele Videos oder hochqualifizierte, genau, Videos, die einem einfach Spaß machen und so weiter. Und dafür möchte man dann seine kleine Medaille haben, in Anführungsstrichen, ne? Kann man ja so ein bisschen vergleichen. Und, direkt. Ja. Nur weil, was dann Max mir vorhin gesagt hat, dass irgendwie einige Leute, also jetzt nichts gegen unsere Abonnenten oder so. Ihr seid Opfer. Aber, aber so, die Aussage, wie Max mir das gesagt hat, dass manche Leute geschrieben haben, wir hätten doch zu viele Projekte. Dieser Satz ergibt von vorne bis hinten überhaupt keinen Sinn. Also eigentlich reicht ein Satz, um den Satz eigentlich komplett auszunocken und auseinanderzuficken. Wie kann das denn bitte einen Zuschauer stören, dass viele Videos kommen? Da wird einfach nur eine breitere Masse abgedeckt. Da ist dann einfach echt für jeden was dabei. Und da ist doch die Aussage, ihr ladet zu viele Videos oder ihr habt zu viele Projekte. Völlig falsch, weil würden wir die Projekte jetzt nicht machen, okay? Würde irgendein Projekt wegen dem anderen zu kurz kommen, dann ja, aber ich meine, es ist ja nicht so. Zumindest oder, es würden dann Leute schreiben, wir haben 8-mal mehr Videos, ne? Also, ne? Also ja. Es ergibt keinen Sinn. Nee, das war XMakoTex77 hat das geschrieben. An welchem Ende? Ja. Hey, wenn du gerade zuguckst. Er hat gemeint, vielleicht ladet ihr einfach zu viel hoch für so einen kleinen Kanal. Ja, ich finde, das sollte man auch nicht an der Größe wie festlegen, wie man hochlädt, oder? Ja, wir haben Bock drauf, deswegen machen wir es. Ja. Ich meine, natürlich hätten, angenommen Pete Smith, okay, dass der noch mehr Bock hat, Videos zu machen, weil er dadurch sehr viel Kohle verdient, das ist natürlich klar. Aber und genau das ist genau gleich mit dem Geld. Ja. Wenn du Geld dafür bekommst, macht es dir mehr Spaß. Kann auch jeder sagen, was er will. Wenn du mit deinem Hobby Geld verdienen kannst, dann würde das niemand abschlagen. Egal wie er sagt, dass er damit kein Geld verdient und kommerziell und bla bla bla. Ich mach kurz neue Truhen, tu's mal nicht da rein. Das ist einfach völliger Bullshit und wenn jemand mit seinem Hobby Geld verdienen kann, dann ist es doch schön für die Person. Und das dann nochmal, abgesehen von den Abonnenten und abgesehen von den Aufrufen und so, nochmal ein Ansporn mehr. Auch wenn es nicht der Hauptgrund sein sollte. Ja. Noch mehr Videos zu machen und noch mehr Leute damit zu erreichen. Und ich finde persönlich, wenn man im Endeffekt eine Summe an Geld für die Videos bekommt, die sich halt im Anführungsstrichen, die wirklich was ist, also keine Ahnung, von wie viel Euro wir jetzt reden, will ich echt auch gar nicht anfangen. Aber dann ist es ja im Endeffekt nochmal was. Weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann. Okay, nee, du hast nicht fertig gesprochen. Ich hasse das, weil ich kann mir dafür selber immer eine Ohrfeige geben, wenn ich irgendwann ins Wort rede. Ich hasse das selber so und deswegen. Ja, gut, wir labern ja gerade viel. Rum. Mein Mund ist auch schon wieder extrem trocken. Sprich. Nee, und zwar, es ist ja, weil du gesagt hast, es ist ja nochmal ein Ansporn und dann halt von der Geld, vom Geldbetrag her. Lol. Es regnet so, wieder, warte. Jetzt mal. Sind die Blöcke weiß. Das ist so. Ja, weil's regnet. Also, und dann wird es ja nochmal, es sieht schon wie dunkel es jetzt hier drin ist auf einmal, gell? Jetzt hat der Regen gleich auf, alles wird wieder heller. Was ich sagen wollte, es ist ja immer Ansichtssache, wie viel Geld einem irgendwie dann erst was bringt oder sowas. Ich meine, wir wollen uns nicht streiten, 8? Lol. Warum 8? wir wollen uns nicht streiten, 5 Euro, ganz ehrlich, nee, das ist natürlich, bringt es jetzt noch nicht so, ne, im Monat 5 Euro. Aber ist ja schon angenommen,
ich werde es nicht sagen, wie viel im Monat verdienen, ne? Aber bei Pete Smith, wenn er im Monat angenommen, er würde im Monat 50 Euro verdienen, okay? Das ist ja dann für ihn so von wegen so, ja, super, toll. Das wäre dann für uns wie bei 5 Euro. Und ich meine, das ist halt einfach unnötig. Aber bei uns wären 50 Euro im Monat einfach nur so derbe episch. Oh ja. Das ist echt richtig krass. Weil es müsste euch mal geben, so viel. Ich bekomme ein bisschen weniger Taschengeld als 50 Euro. Ja gut, ich bekomme mittlerweile 75, ja Mann. Ja okay, aber meine Mutter, die zahlt mir eigentlich auch alles. Ich muss eigentlich nichts sagen. Ja. Und mein Vater sagt immer, fick dich. Nee. Wenn wir mit YouTube 50 Euro verdienen würden, konstant, ja, dann wäre das so Max und nicht so also für mich wäre das eigentlich extrem wichtig, aber ohne ist ein Fobi. Das ist schon krass. Wenn du hast halt nochmal im Monat nochmal plus 15, hätte ich im Monat 100 Euro Taschengeld, weißt du? Also so in dem Sinn. Ich meine, ganz ehrlich, was ich da mit dem Geld mache, ist im Endeffekt meine Sache. Ich meine natürlich, wenn ich schon so viel Geld verdiene und keinen Stand mehr gewohnt hätte oder keine Dennis, wir haben das Ding fertig. Wenn ich jetzt noch keinen Stand mehr gewohnt hätte und jeden Monat 50 Euro verdienen würde, oder generell jeder von uns 50 Euro oder wir auch jeder nur 25 Euro, dann hätten wir im Endeffekt so viel Geld zusammen, dass wir uns so einen Stand mehr gewohnt leisten können. Weißt du, also wenn die Qualität nicht drunter leidet, dann kann ja derjenige, der das Geld bekommt, das mit dem Video-Ding jetzt machen, was er will eigentlich, ne? Vor allem ist es irgendwie. Hast du fertig geredet? Ja. Okay. Nein, weil ich finde auch vor allem, dann irgendwie zu sagen, dass man geldgeil ist oder so. Das geldgeil ist dort gibt es eigentlich gar nicht, oder geldgeil sein. Ist irgendwie. Wenn praktisch die Videos den Zuschauern gefallen, okay? Was man selber hat Spaß daran. Dann ist doch nichts Negatives daran, dass man irgendwie mit seinem Hobby noch ein bisschen Geld nebenher verdient. Das würde ich auch machen. Dass man dann im Endeffekt in das Hobby steckt oder sich selber mal irgendeinen Wunsch erfüllt, okay? Oh ja. Also ich sehe halt einfach nichts Negatives daran. Wenn es irgendwelche Leute gibt, die dann halt nur irgendwelche Sachen machen, okay? Ja, die Leute. Nur Geld zu verdienen. Ja. Das ist dann natürlich falsch. Aber jetzt zum Beispiel bei Max und mir kann ich euch versichern, wir haben auch schon YouTube-Videos gemacht, als wir noch kein Partner waren. Ja. Und der Geldbetrag, von dem wir hier reden, das ist im Endeffekt nichts. Also nichts. Obwohl, Dennis, das sehen wir dann heute Abend. Ja. Also es ist nichts, aber es ist kein Betrag, von dem das man sagen könnte, das würde im Monat jetzt irgendwie übel weiterbringen. Das ein Auto reichen, jeden Monat, nice. Nee, aber es ist halt, ja, das stimmt schon, was Dennis sagt. Nee, ich meine halt einfach Leute, die irgendwie meinen, von wegen, ja, Geld, geil. Kannst du irgendwie an der Decke auch nicht richtig abbauen? Ich kann die linke Maus, dass sie da nicht gedrückt halten. Bei mir baut sie da nicht ab. Ich muss jeden Tag einzeln anklicken, ja? Nee, bei mir geht das. Jetzt hab ich das Baby gedrückt, jetzt geht's auch. Nee, was ich sagen wollte, und zwar, ich baue übrigens nur so einen Ring hier ringsrum, ne? Oh, ich dachte, wir wollen eins, ja, dann wollen wir. Ja, so halt irgendwie so ein bisschen. Also, nee, hier noch ein bisschen breiter. Aber ich meine, hier auf der Breite, wo ich, weil weiter komme ich nicht runter. Da kommt da irgendwie so ein, oder klar, man kann ja auch das Komplette abbauen, aber ich weiß nicht, wie wir da hinkommen. Da müssten wir so eine Bahn hier rüber bauen, so, aus Kabel. Streichen Ordnung, oder? Ja, dann, ja, okay. Noch eins wir höher, dann wird es noch ein bisschen größer. Dann wird es noch, ja, dann wird es noch ein bisschen prächtiger. Alles klar. Weil ich zieh mal hier kurz eine Bahn, okay? So ein Kreuz. Ja, was auch immer das wird. Nee, aber wir werden jetzt gleich die Aufnahme, weil meine Mutter kam gerade schon rein, von wegen, oh, jetzt gibt's gleich Essen ins Gesicht. Dann hau ich mir auch nicht was. Es riecht auch schon so extrem geil hier bei uns. Nee, was ich sagen wollte, die Leute, die irgendwie was dagegen haben, dass die YouTuber damit Geld verdienen, ganz ehrlich, Leute, fickt euch einfach mal ins Knie. Ja, das sind Leute, die irgendwie einfach keine Ahnung haben. Weil dann, wenn ich selber die Möglichkeit hätten würde, das kann mir keiner erzählen, dass er das irgendwie Leute, meine 20 Euro im Monat extra nehmen würde. Tut mir leid. Das sind Leute, die einfach neidisch darauf sind, weil die sowas irgendwie nicht geschissen bekommen würden sein. Weil ich meine, nicht umsonst guckt ihr uns, ihr findet uns ja irgendwie gut. Ich meine, nicht um mich jetzt irgendwie selber rauszuheben oder sowas, aber es ist einfach Fakt, ihr würdet uns ja nicht gucken, wenn ihr uns scheiße finden würdet, oder? Oder vielleicht gerade wegen dem. Na, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es ist halt einfach so, was soll ich eigentlich sagen? Achso, genau, Leute, die es halt irgendwie nicht geschissen bekommen sind, weil es sind sie dann, die irgendwie dann rummeckern und denken, ah, du bist ja geldgeil, keine Ahnung. Ja. Also es gibt da wirklich YouTuber, die sind geldgeil. Es gibt auch große YouTuber, die geldgeil sind. Ja, aber ich meine, im Endeffekt kannst du das so nicht sagen, weil. Ja, aber Leute, wenn, das machen wegen dem Geld. Ja, wenn das Leute machen wegen dem Geld, wenn es große YouTuber sind, dann können sie nicht so dumm sein, weil wenn es große YouTuber sind, müssen die ein Stück weit was erreicht haben. Ja, natürlich. Weil du kannst und dann gucken es sich ja auch Leute an, dann muss es ja Leuten gefallen. Ne? Ja, du kannst natürlich auch so machen, dass es Leuten gefällt, aber du trotzdem Geld damit verdienen willst und der Spaß halt nicht für dich im Vordergrund liegt, sondern du das halt machst, weil du es halt machst.
Aber ja. Ich meine, so ist es jetzt momentan bei uns nicht. Jetzt? Okay, ich komme. Ich komme. So, das okay. Kreuz ist gezogen. Wir sammeln jetzt noch kurz die Kabels ein und dann tun wir das mal entleeren. Ich hab extra noch zwei Truhen hingebaut, war erotisch. Wollen wir auf dem Kreuz ein Thumbnail machen? Weil wir uns das aufs Kreuz stellen hier. Nee, warte, wir stellen uns hier in die Mitte irgendwie hier rein und dann. Und du guckst dann nach oben. Geht es? Weil dann die Kamera von oben. Nein, drauf. Ich meinte eigentlich, dass wir dieses Ding hier im Blick haben, so. Warte mal, stell dich mal hier auf die Seite so ein bisschen drauf. Dann kann man nämlich. Ja, genau so irgendwie. Hammer, warte, F1. Guck mal ein bisschen nach unten. Oder nee, guck nach oben, das kommt voll geil. So, alles klar. Okay, gut. Dann hätten wir das hoch. So, nein, F5. So. Alles klar, dann würde ich sagen, tun wir kurz unser Zeug noch weg. Und ja, und eine Sache muss ich übrigens noch loswerden. Wenn jetzt manche Leute denken, weil Max hat gesagt, dass Risen so extrem viel Arbeit ist. So normales Display. Ist auch viel Arbeit. Sicher, ist auch Arbeit. Ja. Du musst es aufnehmen, das dauert Zeit. Du musst es rendern. Du musst Thumbnails erstellen, du musst es hochladen, du musst die Videobeschreibung schreiben, du musst die Tags schreiben, du musst den Titel schreiben. Sagen wir so, ein Video, das dauert eigentlich so ein normales Video, Minecraft-Part, angenommen Minecraft-Part oder ein Fly-Part oder so. Hm. Wie lange sitzt man da dran? An einem so 13, 14 Minuten-Part. Naja, also ich meine, Render darfst du jetzt nicht mit einberechnen, du machst da ja nichts, oder? Ja, aber ich meine, du machst so. Ja, angenommen an einem Part, okay? 13 Minuten aufnehmen wäre schon mal 13 Minuten Aufnahme. Auch wenn du beim Rendern nichts machst, ich würde es trotzdem als Zeit mit berechnen. Ja, schon was. Rendern dann nochmal plus 20 Minuten ungefähr. Plus, eher mehr plus als minus, aber nehmen wir einfach mal 20 Minuten. Dann wären es schon mal 33. Dann noch ein bisschen editieren, auch noch im Render-Programm drin. Ja. Wären dann auch nochmal, keine Ahnung, plus 5 Minuten. Dann wären wir bei 38. Dann plus hochladen. Ist bei einem 300 MB-Part, sind dann nochmal locker. Kommt auf Internetleitung drauf an, aber bei uns sind es dann locker halbe Stunde. Halbe drei. Was dann? Näher. Nee, halbe Stunde. 300 MB-Part macht mehr. Ja, 300 MB-Part braucht bei mir so um die 35 Minuten oder so. Okay, jetzt haben wir 40. Okay, zuerst haben wir 40 Minuten. Wo waren wir? 38 bis 40 oder so, ne? Ja. Das wären dann 70. Eine Stunde und 18 Minuten. Wären dann noch plus Videobeschreibung einfügen und das alles auch einstellen, wann es kommt. Wären dann circa 2 Stunden pro Video. Also, und dann habt ihr euren Part, den ihr jetzt anguckt, in 13 Minuten oder sowas. Also, das ist schon nicht gerade wenig, also, was wir da reinstecken und so weiter. Weißt du, was das Schöne ist? Was denn? Das muss ich wahrscheinlich eh keiner bis zum Ende angucken, deswegen war das alles für den Arsch. Wenn es jemand zu Ende angeguckt hat, okay, ich denke mal, jetzt gucken sich schon ein paar Leute zu Ende an. Aber dann sollen sie mal einen Kommentar schreiben. Aber die werden es dann wahrscheinlich nicht in die Kommentare schreiben, deswegen muss ich echt gar nicht fragen. Doch, komm, schreibt mal in die Kommentare. Alle, die es bis zum Ende angeguckt haben, schreibt mal in die Kommentare. Wäre auch echt hammer geil, wenn ihr mal ein bisschen mehr Kommentare schreiben könntet. Ich meine, ihr tut es ja und so, aber ich meine, für das irgendwie, keine Ahnung, nach einem Tag, so der Minecraft-Part, so an die, keine Ahnung, 30, 40 Aufrufe hat und dann halt manchmal irgendwie gar kein Kommentar. Ist echt ein bisschen doof. Ich meine, es ist ja immer den Leuten überlassen, wie die mit YouTube umgehen, ob die liken oder nicht liken. Aber im Endeffekt ist es halt einfach so, du solltest halt auf YouTube einfach liken, weil es deinem YouTuber einfach weiterhilft. Das hilft uns weiter. Es motiviert. Es motiviert einfach, das ist so. Wenn ein Video ja, 3 Likes hat, ist es besser wie kein Like. Ja, oder auch wenn ein Video irgendwie mal 10 Likes hat. Das wäre von uns schon irgendwie göttlich. Ich meine, andere YouTuber sagen, unsere Kollegen von Rockstar P würden jetzt sagen, ja, 10 Likes, das ist bei uns Standard, okay? Aber uns, weißt du, ist uns scheißegal. Wir machen das, weil wir das irgendwie geil finden. Und dann macht es einfach ab und zu mal ein Like mehr, macht es einfach geiler irgendwie. Weiß nicht. Ist mal ohne Spaß, die Fackel. Wenn du hier eine Fackel machst, ja. Ist gar nichts. Nee, das ist auch. Okay. Okay, haben wir geil. Ja gut, dann beende ich auch jetzt mal die Aufnahme. Let's build, nächste Aufnahmesession, oder? Jo. Alles klar, dann sehen wir uns im nächsten Minecraft-Part bei Let's Build Minecraft. Mit einem erotischen Risen-Build, irgendwas, keine Ahnung. Und wir haben einen Sonnenaufgang unter der nee, wir haben, gehen wir noch kurz raus. Geht nicht der Mond gerade auf? Ja, gehen wir kurz raus. Dann würde ich sagen, sehen wir uns nicht bei der nächsten Aufnahme wieder, wenn wir dann was bilden. Ja. Ich brauch das nicht hier in die Bilden. Ja, keine Ahnung. Ich brauch ja nicht hier in die Kommentare schreiben, was wir da machen könnten. Das schreibt ihr dann bald beim Let's Build. Oh ja, wer würde das sagen? Nee, das ist. Das ist Bild. Komm. Meine Mutter soll mir essen. Also kannst okay, du. Ja, nee, ich soll jetzt wirklich aufhören, was sonst. Alles. Ich stelle mich jetzt hier in die Schmiede rein, hier schön warm. Okay, alles klar. Dann, Leute, haut rein.
bis zum nächsten Part und ja, bis dann, ne? Oh, tschüss. Tschüss. Tschüss.